So, wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt dieses Fork ausprobiert und wollen da mal schauen, was wir programmiert haben. Also schauen wir mal Fork.c. Und ja, wir haben ein paar Includes drinnen, gell? Unter anderem die Uni STD. Und ja, das weist schon darauf hin, wir haben nicht nur C-Funktionen verwendet, sondern auch POSIX-Funktionen. Ja, schauen wir weiter. Wir haben hier etwas eingelesen und zwar wollen wir die Sekunden einlesen, die der Kindprozess eben wartet vor dem Ausstieg und der Elternprozess. Gell? Okay, ja, was macht man? Wenn es falsch eingegeben worden ist, dann schreiben wir hier. Hat es hingegen funktioniert, die Eingabe, kommen wir hierher und machen ein Fork. Gell? Ja, was haben wir gesagt? Was macht denn das Fork? Das Fork erzeugt ein Kindprozess. Gell? Also schauen wir mal, da haben wir ein Fork.dir. So. Und hier haben wir es, wenn das Fork aufgerufen wird, gell, vom Elternprozess, dann kommen zwei Prozesse aus dem Fork zurück. Gell? Also der Elternprozess und der Kindprozess, wenn es gut gegangen ist. Und ja, und wie können wir das unterscheiden, haben wir gesagt, aus dem Rückgabewert von Fork, gell? Und der Rückgabewert, den können wir abfragen, gell? Ist der Rückgabewert 0, dann sind wir im Kindprozess. Und sind wir nicht, ist es nicht 0, ist größer 0, dann haben wir die Prozesse, die des Kindprozesses bekommen und wir sind im Elternprozess, gell? Und was macht man hier? Wir geben etwas aus über uns, gell? Wir sagen, ja, wir haben die Prozess-ID und der Elternprozess hat diese Prozess-ID und dann warten wir und tschüss. Und der Elternprozess macht genau das Gleiche, gell? Er sagt etwas über sich aus, sagt, wer er ist, wer sein Elternprozess ist und dann sagt er noch, ja, was denn sein Kindprozess ist, das er gerade gemacht hat, gell? Ja, dann warten sie beide diese Sekunden und haben fertig. Gell? So, schauen wir mal. Make. Er sagt, es ist aktuell. Okay, machen wir Make Clean. Und dann nochmal Make. Okay, funktioniert. Dann wollten wir es probieren und wir wollten zuschauen. Gell? Also, top. Und ja, top. Zuerst wollten wir top es schneller machen. Gell? Nicht, dass er alle paar Sekunden aktualisiert. Also, D, Delay. Hier steht 3 und das setzen wir auf 1. Und jetzt wird top schneller. Also die Aktualisierung erfolgt jede Sekunde. Es braucht etwas mehr ja, CPU, gell? Aber das ist uns jetzt egal. Und dann wollen wir einen Filter setzen und wir wollen nur die Prozesse anzeigen, deren Programmname Fork war. Gell? Und dazu können wir hier diesen Befehl hier filtern. Gell? Dann O. Oh, was denn? Das müssen wir jetzt ein bisschen größer machen, sonst funktioniert es nicht. Also nochmal O. Und dann müssen wir sagen, Befehl ist gleich Fork, haben wir gesagt. Gell? Also Befehl ist gleich Fork. So, keiner da. Wird stimmen, gell? Wir haben ihn hier noch nicht gestartet. Also so. Und das brauchen wir nicht mehr. Also schließen ohne zu speichern, jawohl. Okay, so rufen wir es auf. Ups, Fehler. Wir müssen angeben, wie lange wir warten, gell? Ja, dann machen wir zuerst, machen wir ja, einen Kindprozess, das etwas länger da ist, gell? Machen wir 15 Sekunden Kindprozess, Elternprozess, die Hälfte ungefähr 7, gell? Okay, so. Also, wir haben eine Ausgabe, gell? Also der Elternprozess sagt etwas, Kindprozess sagt etwas, gell? Der Elternprozess steigt aus und ja, gibt die Shell auch schon frei hier, gell? Und jetzt ist auch das Kindprozess dann ausgestiegen. Und jetzt machen wir das nochmal und schauen, was in Top drinnen steht, gell? Also genau der gleiche Aufruf. Wir werden wieder die Informationen über die Prozesse bekommen. Und ja, schauen wir mal, was da ausgegeben wurde. Zuerst, also der Elternprozess, sagte er,
hat die Prozesse die 3691, gell? Und er kommt vom Prozess 3555 und sagt, das Kind ist 3692, gell? Also die Nummer gleich danach hat er bekommen. Und dann schauen wir beim Kind, das sagt, ich bin 3692, stimmt also. Und es sagt, mein Elternprozess ist 3691, stimmt also auch, gell? Jetzt machen wir den Aufruf nochmal und schauen, was im Top passiert. Gell? So, Aufruf, Top aktualisiert sich, beide sind hier und beide sind schon im Sleeping. Gell? Also, so, jetzt ist der Elternprozess fertig, ist nur mehr ein Fork hier. Gell? Und ja, und dann zack und fertig. Gell? Okay, ja, eigentlich wie erwartet, oder? Jetzt ist nur eine Frage. Wenn der Elternprozess zu Ende ist und das Kind noch hier ist, wer ist denn dann der Elternprozess vom Kind? Das könnten wir noch einbauen. Gell? Machen wir nochmal. Fork.c. Und wir gehen da zum Kind, nehmen diese Zeile, also YY, und ja, Ende Kind. Und da geben wir die Eigenschaften nochmal aus. So, nochmal top, Delay 1. Also, Befehl ist gleich, so, jetzt reicht der Platz nicht. Okay. Nochmal O. Befehl ist gleich Fork. Okay. Dann gehen wir mal schauen, was da rauskommt. Nochmal aufrufen. Geil, also Kind 15 Sekunden, Eltern 7. Geil, kommen wieder die Eigenschaften. Geil, jetzt andere Prozesse, Prozess-IDs. So, Ende vom Kind, gell? Und ja, na, Ende vom Elternkindprozess ist noch da, 3734, und dann auch Ende vom Kind. Und ja, was sehen wir denn da? Also das Kind war 3734, der Elternprozess war 3733, und dann ist das Kind nicht mehr Kind vom 3733, weil der ist nicht mehr da, sondern vom 1691. Boah. Was wird denn 1691 sein? Also BSAUX, all, grep 1691. Und 1691, das heißt Abstart hier. Gell? Also, das verwaiste Kind hat also einen anderen Elternprozess bekommen. Gell? Okay. Und dieses Abstart, gell, das ist also Teil des Unix-Systems und das ist jetzt Elternprozess. Gell? Wollen wir da mal was machen? Wir wollen das jetzt groß machen. Und dann machen wir ein BS3. Gell? So, schön. Dann gehen wir das weiter dem Less. Und ja, suchen nach Abstart. Und wir sehen, das ist da, gell? Wo hängt denn das drinnen? Das hängt drinnen beim LightDM, gell? Das ist also da unsere, ja, unsere Anmeldung da. Und da drinnen hängt dann unser Kindprozess, gell? Also das Kindprozess bleibt in einem Baum, gell, von Prozessen, wird halt dann zu einem anderen Elternprozess weitergegeben, gell? Armes Kind, gell? Jo, so geht es da. Okay. Ja, jetzt probieren wir es in die andere Richtung. Jetzt gehen wir her und machen 7 Sekunden fürs Kind und 15 Sekunden für den Elternprozess, gell? Starten ist, gell? Also das Kind steigt vorher raus.
Also, wir starten es, wir bekommen wieder die Informationen. In Top sind beide da, stimmt alles, ist alles in Ordnung. So, das Kind ist weg, gell? Und, hoppala, da steht Z. Vor. Was wird denn das sein? Und jetzt sind sie beide weg. Also, das Kind hat sich vorher beendet und ist nicht ausgestiegen, ist im System geblieben. Also nicht wie vorher, dass man dann in Top einen Prozess gehabt haben und dann keinen mehr, gell? Sondern wir haben alle beide bis zum Schluss gehabt und dann waren sie beide weg. Und wenn wir das jetzt nochmal schauen, gell, jetzt sind sie beide da, beide sind sleeping und dann nach 7 Sekunden passiert es. Jetzt wird das Kind zum Z, hat keinen Speicher mehr, gell? Z wie ein Zombie. Warum wird denn das zum Zombie? Gell? Ja, die Antwort ist folgendermaßen. Wir haben den Elternprozess nicht schön programmiert. Gell? Und zwar, der Elternprozess hat eine Aufgabe. Der Elternprozess muss auf das Ende des Kindes reagieren. Der Elternprozess bekommt da ein Signal. Und jetzt schauen wir mal, Mahn 7 Signal. Also hier haben wir diese Übersicht über die Signale und auch eine schöne Liste dazu. Und da gibt es ein Signal, das heißt Sig Child. Und das bedeutet, dass eben das der Kindprozess angehalten wurde oder beendet wurde. Gell? Also bei uns wurde beendet. Und dieses Sig Child bekommt der Elternprozess. Und der Elternprozess, der muss das Kind erlösen. Und solange der Elternprozess das nicht macht, bleibt das Kind ein Zombie. Gell? Also das Kind muss erlöst werden, und zwar vom Elternprozess. Gell? Und wenn eben der Elternprozess das nicht macht, dann bleibt es drinnen. Im anderen Fall, als sich der Elternprozess vorher beendet hat, ist er nicht zum Zombie geworden, weil sein Elternprozess sich darum gekümmert hat. Und als dann das Kind fertig war, ist auch nicht Zombie geblieben, weil dann ab Start sich darum gekümmert hat. Gell? Also, so funktioniert es. Da müssen sich die Elternprozesse darum kümmern, wenn sich die Kinder beenden. Gell? Ja, das da, wie machen sie das da? Gell? Da gibt es jetzt mehrere Ansätze. Gell? Also, der brave Ansatz ist mit einer Funktion, die das übernimmt und die heißt Wait, gell? Oder eigentlich ist es eine Gruppe von Funktionen. Schauen wir mal, Mahn 2, Wait. So, dieses Wait gibt es da als Wait, Wait Bit, Wait ID, gell? Da gibt es mehrere Varianten. Die einfachste ist Wait, kann man auch wenig konfigurieren, gell? Was bekommt Wait? Wait bekommt einen Zeiger auf einen Integer. Und hier hinein kann Wait etwas schreiben. Will man ja, etwas schreiben über eben das Ende des Kindes und das kann man dann auswerten. Gell? Will man das nicht machen, kann man einfach nur null, gell? Also den Nullzeiger hier übergeben und bekommt dann auch eine Rückmeldung. Ja, dieses Wait, gell? Hat man da auch eigene Headers und wenn wir dann schauen, dieses Wait, gell? Da haben wir diese, ob das ist sehr wertvoll, bei WaitBit kann man das sehr schön konfigurieren, auf was man wartet. Gell? Und hier haben wir die ganze Erklärung und Return Value. Gell? Also Wait on Suggest returns the process ID of the terminated child. Gell? On Error gell? Minus 1. Gell? Also wenn es funktioniert hat, bekommen wir dann ein die Prozess-ID des Kindes zurück, das sich beendet hat. Ja, wie verwenden wir dieses Wait jetzt? Dieses Wait ist blockierend, gell? Das heißt, wenn der Elternprozess dieses Wait aufruft, dann bleibt der Prozess in Wait. Und zwar so lange, bis sich ein Kindprozess beendet hat, gell? Also das ist eine blockierende Funktion. Und das kann manchmal fein sein, gell? Aber manchmal auch nicht gewünscht sein. Gell? Also für uns geht es jetzt gut. Und wir werden hier dann dieses Wait verwenden, ohne das Sleep zu setzen gell? Im Elternprozess.
Oder das Lied setzen wir nach dem Wait, aber nicht vor dem Wait. Weil wenn der Elternprozess da schläft, gell, ja, dann verschläft er das Ende des Kindes wieder, gell, und das funktioniert dann nicht, gell. Aber da gibt es dann andere Möglichkeiten, das zu machen, gell. So, wir werden das jetzt ausprobieren. Wir werden da diese Entstehung der Zombies verhindern, indem wir die Funktion Wait benutzen. Gell. Okay, ja, viel Erfolg.